Hey Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Hier ist wieder euer Easy Fit. Was geht ab, Easys? Und zwar jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Video, und zwar im Q&A. Ich habe in Instagram so eine Umfrage gestartet, weil ich gerne sowas wie Gary Vee hat so Videos gemacht. Ask Gary Vee heißt das, macht er immer noch. Und da behandelt er verschiedene Fragen in seinen Videos und das möchte ich auch gerne machen. Einfach ganz normale Q&As, wie es jeder YouTuber macht. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das jetzt von ihm nachgemacht, sondern das macht einfach jeder YouTuber, jeder Mensch macht so Q&As, der ein bisschen Reichweite hat. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, so findet ihr mehr über mich raus und so kann ich euch Tipps geben, Motivation, inspirieren, was auch immer. Und deshalb fangen wir jetzt an. Eins vorweg, und zwar mein Videobearbeitungsprogramm ist ein bisschen schlecht. Mein Sony Vegas ist in Zahlung, es kommt bald. Wie gesagt, ich bin ja nur Student und deshalb muss ich ein bisschen sparen auf das Programm, weil so billig ist das nicht. Und ja, wenn es kommt, dann kann ich es einblenden und gleichzeitig reden, aber so kann ich das nicht, deshalb werde ich die Frage immer 3-4 Sekunden einblenden und dann werde ich darauf antworten. Ich lese euch die Frage trotzdem vor. Und zwar, erste Frage. Bodybuilding ist, wie wir alle wissen, ein Sport, den man Muskeln aufbaut. Ist ja völlig logisch, Bodybuilding, Körper aufbauen. Und meine Erfahrungen diesbezüglich sind, man sollte nicht aufs Gewicht achten. Also das sagen ja viele Fitness-YouTuber, viele Bodybuilder, viele Fitnessmodels sagen das, dass man nicht aufs Gewicht achten soll. Aber es ist dann einfach essentiell, dass man die Mind-Muscle-Connection hat. Deshalb meiner Meinung nach lieber weniger Gewicht nehmen und die Übung, die Ausführung, die Wiederholung richtig gut spüren und sauber und das Gewicht zweitrangig. Natürlich, wenn man erhöhen kann, sollte man natürlich nicht unter seinem Leistungsmaximum trainieren, weil sonst ist es ja für den Arsch, weil damit der Muskel ja nicht richtig gefordert, dann setzt man keinen richtigen Reiz. Aber man sollte schon darauf achten, Mind-Muscle-Connection. Das ist am wichtigsten, ist es meiner Meinung nach beim Rücken und bei den Schultern und bei der Brust. Rücken, Schultern, Brust ist meiner Meinung nach Mind-Muscle-Connection das Allerwichtigste, weil es gibt auch noch viele Leute, die ziehen nur aus dem Bizeps und dann auch aus der hinteren Schulter bei Rückenübungen oder bei Brustübungen drücken sie aus der Schulter oder den Trizeps. Und bei Schulterdrücken oder so, bei Schulterding schwingt man oder cheatet. Je nachdem, welche Partie man bearbeitet, ist dann auch der Rücken mit dabei oder der Trizeps oder die Brust. Und das soll man einfach, oder der Nacken beim Seitheben, das soll man einfach nicht machen. Man soll auf die Ausführung achten, Gewicht steigern, wenn man kann, aber trotzdem sauber bleiben. Man muss jetzt nicht, wenn man sagen wir 12 Sätze für einen Muskel macht, müssen jetzt nicht alle 12 Sätze komplett extrem sauber sein, aber mehr als die Hälfte sollten auf jeden Fall aufs Mind-Muscle-Connection aus sein. Man kann auch mal viel Gewicht ballern, das finde ich zum Beispiel bei Kniebeugen, bei Beinen saugut. Kniebeugen spürt man meistens als Anfänger gar nicht oder allgemein, man spürt als Anfänger gar keine Übung. Aber einfach darauf achten, dass man, wie gesagt, Mind-Muscle-Connection-Herstellung versucht, den Muskel zu spüren. Und da jetzt noch ein Tipp für Anfänger. Leute, scheißt auf die verdammten Maschinen, das bringt euch nichts, gebt es im Internet ein. Grundübungen, Bodybuilding, Muskelaufbau und dann sucht euch die Übungen raus, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, über Kopf drücken, Dips, Klimmzüge, Rudern, Bauch unbedingt mittrainieren, übrigens Rückenschmerzen dann im Lauf der Trainingserfahrung, wenn man länger trainiert, weil man eben den Bauch nie mittrainiert und ja, das gibt es zu sagen. Dann was vielleicht noch, nicht allzu hoch splitten, meine Meinung nach 2 bis 3 Mal die Woche den Muskel zu trainieren mit weniger Volumen ist, aber höhere Intensität ist besser als man macht 400 Sätze und das dann einmal die Woche. Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Egal ob man Muskelaufbau oder Kraftaufbau will, höhere Frequenz ist einfach besser. Ja, und das sollte jetzt eigentlich alles gewesen sein. Vielleicht noch Ernährung. Ernährung, meine Tipps und Erfahrungen. Esst genug Eiweiß, esst genug Kalorien und das war's. Ob die Kalorien jetzt immer sauber sein müssen, ist nicht so. Esst 60-70% sauber, 30-40%, was ihr wollt. Achtet darauf, dass, wenn ihr im Aufbau seid, euer Kalorienüberschuss nicht allzu groß ist. Wenn ihr in der Diät seid, euer Kaloriendefizit nicht allzu groß ist. Sprich immer so 5 plus minus 500 über den gebrauchten Kalorien, benötigten Kalorien, je nachdem, ob man aufbauen oder abnehmen will. Und dann passt es. Versucht die Gewichte in der Diät zu halten. Also die Trainingsgewichte, nicht das Körpergewicht. Körpergewicht sinkt natürlich.
Und ja, dann macht euch gar nicht so viel Ding, dass wenn jetzt eure, gar nicht so viele Gedanken, wenn eure Mutter jetzt sagt, und die macht hier Spaghetti Bolognese und dann sagt, ah, das darf ich nicht, ich muss Reis und Hühnchen essen. Dann esst doch die Spaghetti Bolognese, wenn ihr das einschätzen könnt, wie viele Kalorien es hat. Oder fragt eure Mutter, wiegt es ab und dann könnt ihr das tracken. Was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist für Anfänger, dass sie ein Gefühl für die Kalorien kriegen, wie viel man isst, wenn man jetzt fortgeschritten ist oder schon Profi. Also bin ich natürlich nicht, aber fortgeschritten würde ich mich jetzt schon einstufen. Und man merkt einfach irgendwann, was man essen muss, wie viel und was, damit man aufbaut, damit man abnimmt. Trotzdem, auch ich tracke immer noch und ist meiner Meinung nach auch ein Tipp, immer Kalorien tracken. Und Effizienz für Macros ist gut, aber eben nicht nur Bullshit. 60-70% sauber, 30-40% unsauber. Kalorienüberschuss beim Aufbau, Kaloriendefizit bei der Diät und genug Eiweiß, fertig. Das war schon wieder die eine Frage, ist schon wieder mega ausgeartet. Ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Nächste Frage. Ich mache Cardio nicht. Im Aufbau mache ich es nicht. Ist ratsam, dass man sie macht. Dass man sie macht. Die Cardio. Dass man es macht, aber ich mache es nicht, weil ich einfach eh schon 7-mal die Woche oder manchmal öfter trainiere und ich habe dann einfach keinen Bock mehr. Zeit hätte ich dann noch Cardio zu machen. Außerdem müsste ich dann noch mehr essen. Ich habe einen sehr, sehr guten Kalorienverbrauch, ein hohes Aktivitätslevel und allgemein, mein Vater hat eine Schilddrüsenüberfunktion gehabt in meinem Alter. Ich denke mal, ich habe die auch ein bisschen, habe das noch nicht testen lassen, aber ich kann sehr viel Kalorien essen, ohne fett zu werden. Sprich, ich muss viel essen, um zuzunehmen und deshalb mache ich Cardio nicht in der Diät. Am Ende zu ja, wenn, dann nach dem Krafttraining, ist meiner Meinung nach, weil wenn du in das Krafttraining reingehst und dann trainierst, dann sind die Kalorien, die Glykogenspeicher leer. Und dann kannst du mit dem Ding, mit dem Cardio nochmal Fett verbrennen. Ist auch besser für den Fettverlust, für den Fettabbau in einer Diät. Und ja, vor dem Krafttraining Cardio zu machen, ist meiner Meinung nach Schwachsinn, weil du dort ja auch wieder die Glykogenspeicher leerst. Aber wenn die Frage jetzt gemeint ist, dass man nur mit Cardio abnehmen kann, ist nicht so, man nimmt ab mit einem Kaloriendefizit. Cardio kann man machen, um mehr Kalorien zusätzlich zu verbrennen, aber man muss darauf achten, dass beim Cardio verbrennt man nur, während man dieses Training ausführt. Sprich, wenn du 30 Minuten Fahrrad fährst, verbrennst du Kalorien während dieser 30 Minuten. Da das auch die Intensität aber bei dem meistens sehr gering ist oder sowieso nicht so fordernd ist für den Körper, weil man ja auch Krafttraining macht, sprich die Muskeln sind nicht so angestrengt, wenn man jetzt Beugt oder Beinpresse macht. Deshalb verbrennt man dort eben nur während dieser Zeit. Und beim Krafttraining verbrennt man auch nach, man hat den Nachbrenneffekt 48 Stunden lang und deshalb verbrennt man damit einfach mehr Kalorien. Sprich, wenn die Frage gedacht war, wegen der Diät, man kann es machen, man muss es nicht, aber ich mache es am Ende einer Diät auch immer 3-4 Mal die Woche, 30 Minuten nach dem Krafttraining. Man geht vielleicht auf einen, ich habe es immer so gemacht, ich bin auf den Laufband gegangen und bin dort 30 Minuten bergauf, die höchste Stufe bergauf gegangen, habe die Geschwindigkeit natürlich erhöht mit der Zeit. Am Anfang hatte ich weniger, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel km/h das waren. Und ich habe mich dann bei jedem Cardio-Training um 0,1 km/h erhöht. Und da kommt auch einiges zusammen. Und am Ende bin ich halt dann sehr, sehr schnell gegangen, noch nicht gelaufen, weil ich mag das nicht. Und man hat auch festgestellt, dass schnelles Gehen mehr Kalorien verbrennt als Laufen. Das hat natürlich auch was mit der Herzfrequenz, mit dem Puls zu tun. Das ist ein bestimmter Bereich, in dem man am meisten Fett verbrennt beim Cardio machen. Ich schaue es nach und haue es dann in die Description-Box unten rein. Mit dem Artikel natürlich. Könnt ihr das selber nachlesen, falls ihr es genauer wissen wollt. Ja, dann kommen wir jetzt zur dritten Frage. Ich habe angefangen kurz vor meinem 19. oder 18. ich glaube, kurz vor meinem 18. Lebensjahr. Das heißt, ich trainiere jetzt 8 Jahre. Ja, ich bin 26. Also knapp im Juli werden es dann 9 Jahre. Davon trainiere ich ernsthaft 4 Jahre und davon trainiere ich mit Hirn 2 Jahre. Aber ich habe 9 Jahre Trainingserfahrung auf dem Buckel, sprich ich habe schon einige Scheiße ausprobiert an Training, einige Scheiße an Ernährung ausprobiert und habe schon viel falsch gemacht, auch viel richtig gemacht. Am Anfang habe ich trainiert und ich habe trainiert und habe dann noch 3 Jahre lang, ich hatte Bulimie am Anfang. Da verlinke ich ein Video meine Geschichte, das könnt ihr euch gerne anschauen, da erzähle ich alles über mich. Und ja, ich hatte 4 Jahre Bulimie und ein Jahr bevor ich trainiert habe und dann habe ich 3 Jahre trainiert und habe immer noch Bulimie gehabt, sprich
3 Jahre lang gegessen und gekotzt während des Trainings, habe natürlich nichts zugenommen. Dann wären es nur noch 6 Jahre gewesen und dann die nächsten 2 Jahre habe ich aufgebaut. Und ich habe dann kontinuierlich aufgebaut, aber ich muss wirklich erst sagen, erst seit 2 Jahren trainiere ich wirklich mit Hirn und dass ich auch weiß, wie viel Kalorien ich essen muss. Also das hat bei mir alles lange gedauert. Als ich angefangen habe zu trainieren, war das noch nicht so krass mit den ganzen Fitness-YouTubern und Instagram und den ganzen Tipps und Tricks dort. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch, was ich machen soll und es war auf jeden Fall eine coole Zeit, immer mehr besser seinen Körper kennenzulernen. Und deshalb weiß ich jetzt genau, was für mich funktionieren und was für mich nicht funktioniert. Einige schaffen das bereits nach einem Jahr, andere brauchen vielleicht noch länger als ich. Weiß, da wäre mehr drin gewesen, wenn ich von Anfang an nicht gekotzt hätte, besser trainiert und genug gegessen hätte. Und ja, deshalb, ich habe auch Beine auch erst 2 Jahre, nachdem ich angefangen habe zu trainieren, habe ich Beine mit dazu genommen. Sprich, ich habe 2 Jahre trainiert und gleichzeitig keine Beine trainiert. Wäre cool zu wissen, was in den 8 Jahren gegangen wäre, wenn ich nicht gekotzt, richtig gegessen und richtig trainiert hätte. Wäre cool, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch zufrieden, nicht stolz mit dem, was ich bis jetzt erreicht habe. Geht natürlich immer mehr, aber im Nachhinein weiß man es immer besser. Und deshalb, angefangen habe ich mit 53 Kilo und jetzt wiege ich momentan 102. Sprich fast das Doppelte und zwar bei gleichem Körperfettanteil. Also man muss sich vorstellen, ich mache mal hier einen Link zu meiner Transformation rein. Das seht ihr dann hier oben in der Infobox. Ja, das ist... Ich habe 53 Kilo gewogen, natürlich durch Bulimie und ich war sehr, sehr dünn, habe trotzdem Fett gehabt, weil ja kaum Muskulatur da war, weil man die Muskeln sind, haben ja abgebaut aufgrund des krassen Kaloriendefizits und natürlich keine sportliche Betätigung, deshalb natürlich auch. Und ja, jetzt wiege ich 102, wie gesagt fast das Doppelte und bei annähernd gleichem Körperfettanteil. Ist irgendwie sehr traurig, wie dünn ich damals war und wie leicht ich damals war. Aber wie gesagt, das war eine Erfahrung, ich weiß, ich werde es nie wieder machen und einfach kann es ja jeder, oder? Und deshalb bin ich eigentlich relativ stolz darauf, dass ich aus dem Bulimie, aus der Eating Disorder rausgekommen bin und jetzt doch so ausschaue, wie ich ausschaue. Es wäre natürlich mehr drin gewesen, wie gesagt, klar. Aber im Nachhinein weiß es, wie gesagt, immer jeder besser. Und letzte Frage, dann dauert das Video schon wieder knapp mit 20 Minuten, Mann. Ich habe Gitarre gespielt. Ich zocke gern, ich zocke sehr gern, ich esse sehr gerne. Schlafen tue ich nicht so gern, weil man einfach alles verschläft. Ich bin eher der Kurzschläfer, ich gehe relativ spät ins Bett, immer so um 2:30 und stehe dann so um 7:30 ungefähr auf, also so 6 Stunden plus minus 30 Minuten. Also manchmal schlafe ich auch 7 Stunden, manchmal schlafe ich nur 5 Stunden, aber meistens so roundabout 6 Stunden schlafe ich. Lesen, ich lese sehr gerne ein Buch von Gary Vee, keine Produktplatzierung ist das. Ich will es einfach erwähnen, weil ich lese eigentlich sehr, sehr gerne, nur war ich immer zu faul, dass ich mir die Zeit nehme. Jetzt nehme ich sie mir, obwohl ich weniger Zeit habe als sonst, weil ich ja mehr Sachen mache. Aber ja, dann studiere ich. Ich studiere jetzt Lehramt, Englisch, Deutsch. Habe angefangen mit Physik, also kein Lehramt, normales Physikstudium. Habe aufgehört, weil nicht weil ich zu dumm war, sondern was man meinen könnte vielleicht. Es ist genau 9 Uhr. Ich habe 1 und 2, da musste man beweisen, sprich man musste zum Beispiel beweisen, dass alles hoch 0,1 ergibt. Und ich habe das beweisen können, aber eben nicht so, wie der Professor das sehen wollte. Und ich wollte einfach nicht, aus partout, weil ich wahrscheinlich zu faul war, das Lernen, wie nennt man das, die Schriftart, wie man das schreiben muss, deshalb habe ich es aufgehört. Und deshalb mache ich jetzt Englisch-Deutsch, Lehramt für die Realschule, richtig cool. Ja, Musikgeschmack. Ich höre eigentlich alles. Ich nutze Lieder, Ed Sheeran, Eminem, 50 Cent, Rap, Hip-Hop, R&B. Punkrock ist zurzeit meine Lieblingsmusikrichtung. Bei Eminem höre ich zum Beispiel seitdem ich 11 war, also jetzt 15 Jahre und ist einfach immer wieder geil. Mir gefällt Rihanna, mir gefällt Demi Lovato, mir gefällt Selena Gomez, Justin Bieber hat gute Lieder, kann mega gut singen, der Typ. Sam Smith, ich hasse es, den Namen auszusprechen, Mann. Kommst du davor wie so ein Trottel, der kein Englisch kann? Hast du überhaupt gelernt, oder was? Hast du überhaupt gelernt? Dragon Ball ist mein Lieblingsanime. Irgendwie habe ich auch zum krassen Favorit, seitdem ich YouTube-Videos schaue, von Naruto, gefällt mir Naruto voll. Ich habe nicht eine Folge ganz gesehen, aber ich bin voll auf den Naruto, das mit dem... Deshalb will ich auch MMA anfangen, das nehme ich mir schon ungefähr seit 4 Jahren vor und habe es immer noch nicht gemacht.
Aber diesen Montag werde ich anfangen damit, also morgen. Also wenn ihr das Video anschaut, dann heute. Genau, werde ich anfangen damit. Ich habe 8 Jahre Judo gemacht und Kampfsport gefällt mir ziemlich. Ich werde wahrscheinlich abnehmen müssen an Muskulatur und an Fett ein bisschen, auch an den Beinen, weil man dort einfach sonst zu langsam und zu unbeweglich ist. Und ja, was gibt's noch? Mein Lieblingsfarbe ist rot und blau. Ich trage lieber Nikes als Adidas. Es gibt schon schöne Schuhe davon, aber mir gefällt Nikes einfach besser als Jordans. Lieblingsfilm Troja, weil ich einfach die Werte, die Achilles, also Brad Pitt, in diesem Film vertritt, feiere ich. Also, er will, dass man seinen Namen auch noch über die Jahrtausendwende hinaus sich an den Namen erinnert. Das finde ich richtig geil. Er kämpft, um nie wieder kämpfen zu müssen. Behandelt die Menschen, die er liebt, doch mit Respekt und beschützt sie. Und das finde ich cool. Das vertritt einige Werte, finde ich. Und deshalb gefällt mir das. Und außerdem ist es eh cool, so in dem Zeitalter zu leben. Also das würde ich gerne, das hätte ich gerne. Das wäre mein Traum gewesen, so als Gladiator in der Arena. Und dann sterben wahrscheinlich irgendwann, weil ich gegen den Löwen kämpfen muss oder so. Keine Ahnung. Und auch so im Mittelalter hätte ich gern gelebt, so Game of Thrones mäßig. Da wäre ich natürlich dann gern ein König oder ein Prinz gewesen, weil als armer Bauer hat man es wahrscheinlich nicht so schön gehabt. Aber selbst das war cool, irgendwie so zu arbeiten und seine Familie zu ernähren. Also wenn es einem gut ging und man nicht gerade so einen richtigen Wichser als König hatte. Man lebt und man isst nicht einfach nur. Man lebt. Ich hoffe, man versteht das, wie ich meine, weil jetzt heutzutage existieren ja manche Leute. Sie existieren ja. Sie machen nur das, was sie machen müssen, was ihnen die Gesellschaft oder die Leute um sie herum vorschreiben oder was die erwarten und leben aber nicht. Die existieren und funktionieren, aber die leben nicht. Meine Lieblingsserie ist Originals, Game of Thrones, Supernatural, Vampire Diaries. Ich trage sehr gerne Mützen und Caps. Ich habe früher immer gedacht, dass ich in Caps hässlich ausschaue. Ich habe gerade eins auf, deshalb habe ich das jetzt gesagt. Aber ich habe wirklich früher immer so gedacht, du schaust zu scheiße aus für Caps, also zu lappig und so, weil ich finde, man muss da schon ein bisschen trainiert ausschauen, um Cap zu tragen. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Wahrscheinlich allgemein so die Muskelsucht, der Adoniskomplex, der ist immer da, der kommt immer durch im Alltag, bei jedem Scheiß. Und ja, das ist cool, finde ich, wenn man muskulös ist. Ein bisschen bin ich ja. Und deshalb gefallen mir Caps, mir gefallen auch Mützen voll gut, aber ich habe immer Angst. Also Wollmützen. Aber ich habe immer Angst, wenn ich die zu lange, sprich im Alltag, zu lange trage, dass ich dann eine Glatze bekomme. Ich weiß nicht warum, aber viele Leute, die Mützen und Caps tragen, haben eine Glatze irgendwann. Und ich denke einfach, dass es deswegen ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ob das an den Mützen liegt oder weil die einfach eine schlechte Genetik haben, eine schlechte Veranlagung. Weil ich habe zum Beispiel eine gute Veranlagung. Mein Vater ist jetzt 60, ein bisschen älter. 54 ist er geboren, sprich er wird 64 dieses Jahr, sorry. Und der hat noch alle Haare. Der hat noch alle Haare und natürlich sind sie schon grau, aber sie sind noch nicht weiß. Sie sind noch graue, schwarze Haare und ist in dem Alter kein einziges Haar verloren. Deshalb habe ich da schon eine gute Veranlagung. Da bin ich echt stolz drüber. Meine größte, jetzt noch ein negativer Fakt über mich. Ich bin sehr ungeduldig. Ich bin manchmal egoistisch. Oft egoistisch. Es ist schon weniger geworden, aber es ist einfach die Wahrheit. Und das kann man ja sagen. Ich bin eigentlich relativ selbstbewusst, aber in manchen Situationen auch sehr schüchtern. Schüchtern nicht, sondern eher zurückhaltend. Schüchtern bin ich eigentlich nie, aber eher zurückhaltend. Ich bin sehr ehrgeizig, aber vielleicht manchmal ein bisschen zu ehrgeizig. Das klingt jetzt wie so ein Bewerbungsgespräch. Was sind Ihre Schwächen? Ich bin zu ehrgeizig. Es ist ja immer so, man dreht so die positive Eigenschaft in den negativen. Und es ist ja irgendwie auch cool, aber das soll man nicht mehr machen, habe ich gehört. Man soll dann schon sagen, zum Beispiel, ich bin künstlerisch nicht begabt. Natürlich sollte man sich da nicht für Grafikdesign oder so bewerben, weil das ist ja eine Voraussetzung dafür. Aber einfach so, wenn man jetzt zum Beispiel als Mechaniker arbeiten möchte und man sagt, hey Digga, ich bin nicht kreativ, dann ja okay, ist ja wurscht, du arbeitest eh nach Plan. Das meine ich. Genau, meine größte Unsicherheit überhaupt ist, dass ich am Rücken Pickel habe. Die habe ich schon immer gehabt, die habe ich seitdem ich in die Pubertät gekommen bin, hatte ich am Rücken Pickel. Es sind immer mal wieder weniger, dann habe ich mal wieder gar keine. Dann sind es mal wieder voll viele. Das ist voll eklig, dass ich das sage, aber ist einfach so. Und ich habe mir früher sogar in der Realschule, habe ich meinem Vater so ein Schmirgelpapier, ich hoffe jeder von euch weiß, was ein Schmirgelpapier ist, habe ich mir meinen Rücken damit abschmirgeln lassen, die Pickel von meinem Vater. Oh, das hat übelst weh getan. Am nächsten Tag hatten wir dann Schwimmen und dann war natürlich das Chlorwasser und dann bin ich reingegangen und dann dachte ich mir so, oh, Alter, das brennt so krass. Und alle so, Alter, was hast du mit deinem Rücken gemacht? Ich so, ich habe meine Pickel wegschmirgeln lassen. Und alle so, what the fuck? Was ist denn mit dir verkehrt? So schlimm waren sie doch nicht. Aber ich empfinde sie als schlimm und sie sind schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Rücken ein Pickel ist, aber es sind schon so 10 Stück sind es mit Sicherheit, 10, 15 Stück,
Manchmal sind es auch, wie gesagt, gar keine, manchmal sind es sogar mehr als 15. Und ich finde das einfach übelst ekelhaft und das gefällt mir gar nicht. Und das war, das habe ich aber schon seitdem ich in der Pubertät bin, das hat mein Vater auch gehabt, lange Zeit. Und er hat gesagt, ab 30 oder so hat er dann keinen einzigen Pickel mehr gehabt. Aber bis dahin hat er auch voll die Probleme damit gehabt. Und ich laber gerade voll den Scheiß irgendwie, gell? Ja, anyway, das waren jetzt 4 Fragen. Ich würde gerne mehr machen, aber ich schweife immer so aus und ich rede immer so lange um den heißen Brei rum. Es kommt noch ein weiteres Q&A. Wie gesagt, ich werde Motivations-, Inspirations-, Workout-Videos und Fun-Entertainment-Videos hochladen und jetzt noch Q&As. Ich werde versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht, weil ich ja auch studiere und arbeite und trainiere und Instagram und mich meine Eltern kümmere und eine Freundin habe. Aber ich werde es versuchen, dass jeden Tag, spätestens jeden zweiten Tag ein Video hochkommt, spätestens jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Sprich, 3 bis 7 Videos, manchmal 3, manchmal 4, manchmal 5, manchmal 6. Ich lade einfach ein Video hoch, wenn es geht, aber spätestens jeden zweiten Tag. Leute, danke für die Fragen. Die anderen, die ich noch habe, habe ich alles gescreenshottet aus Instagram. Die kommen noch dran auf jeden Fall. Da werde ich mich versuchen, ein bisschen kürzer zu fassen. Wenn ihr selbst Fragen habt und euch das Video bis jetzt angeschaut habt, dann haut in die Kommentare gerne eure Fragen über alles. Ihr könnt über jeden Scheiß fragen, von was ich esse, zu wie viel ich esse, zu wie lange ich, was ich träume, was mein größter Traum ist oder was mein Lieblingsauto ist. Irgendwie sowas. Lasst da gerne einen Kommentar da. Ich beantworte alles gerne, wie man es geschafft hat, 207 Abonnenten auf YouTube zu bekommen oder 50.000 auf oder 50.000 auf Instagram. Ich schaue da, weil meine Kamera nur immer 10 Minuten auf, deshalb muss ich da so komisch schauen, weil ich so schlechte Augen habe, schaue ich da immer so. Leute, wie gesagt, haut rein, danke fürs Zuschauen, danke für die Fragen, lasst gerne, wie gesagt, Fragen da, ich bin für alles offen und ich beantworte jeden Scheiß, egal was ihr wissen wollt. Und auch zum Beispiel, wie man so positiv und so aufgedreht sein kann, wie ich immer. Ist ja auch nicht leicht. Und ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Und Peace.